Jetzt Anwendung aus der Beauty-Form mit Ellenbogen. Der Angriff ist ein Hook und ein Uppercut. Den Hook haben wir ja gerade schon gesehen, wie wir den verteidigen, mit Wusau und Paksau. Und jetzt kommt da der Uppercut und den blocke ich mit Ganda. Anschließend gehe ich nach vorne und da, wo die Gangsau-Hand ist, da mache ich den Heijang unterm Kinn und danach anschließend kann ich hier wieder Neujatsau und Neujatgyok und Fansau beide kombiniert zum Boden bringen. Also noch einmal, da kommt der Haken, 1, 2, 3 und wenn wir wollen, ziehen wir jetzt hier weg. Aber da soll es erstmal gut sein. Noch einmal, mit Speed. Beim Üben auch aufpassen, sonst nach dem Motto der Herzkönigin, ab mit dem Kopf. Okay, so als nächstes wollen wir Verteidigung üben gegen die Backfist. Ausgeschlossener Stellung, Thomas kommt mit der Führhand, macht den Backfist, ich mache Tan und Pak, weil es sehr viel Schwung hinterhängt, brauche ich zwei Hände. Einer ist mir das Risiko zu groß. Tan und Pak, anschließend hier übernehmen, Fanzau und anschließend Retreat Punch. Hier wieder, wenn es geht, Beinkontakt machen für Fußfeger und solche Schweinereien. So, noch einmal. 1, 2, 3. Natürlich kann man hier Headbutt machen und hier Sweep und Punch anschließend. Aber gehört jetzt noch nicht hierhin. Wir wollen ja langsam anfangen und nachher erhöhen. So, also Tan Pak, Lapfan, Retrap Changjing, Spatenhand oder Lap Punch. Wenn er an zweiter Stelle Wusau macht, dann wie besprochen. Erst den Backfist, wenn hier der Wusau kommt, kann er theoretisch machen, weil er die zweite Hand hier hat. Entweder gehen wir dann wieder rum, machen den Headbutt oder gehen hier rum von innen oder kreuzen die Arme oder, ach, so viel Zeit haben wir nicht. Okay. Sven kommt rein mit dem Step Jab. Ich mache Bong, dann mache ich Step nach vorne mit dem Arm, der vorne ist. Songjang, hinten festhalt an der Schulter und Paijang. Hier noch einmal, wir gehen raus mit Bong. Insbesondere, wenn ich ziemlich nah dran bin, Bong ist der Ellbogen viel effektiver als die Faust, weil ich mich hier behindere. Der Arm ist eh schon da oben, zack, Songjang, Paijang. Hier in Speed. Und noch einmal. Natürlich, wenn ich den Arm hier vorne habe, kann ich ihn auch benutzen, ne? Also Schweinereien, die man nachher noch machen kann. Aber Step by Step. Einmal nochmal langsam. Bong, Song, Paijang. Extrem wichtig im Wing Chun. Wenn ihr eine Technik einmal machen könnt, dann könnt ihr die auch immer machen. Fangt nicht an, so viele Sachen zu improvisieren. Einfach wildes Rumkloppen. Insbesondere, wenn ihr Lehrer seid, unterrichtet, Ausbilder seid, Instructor, Techniker, wie auch immer. Wichtig ist, wenn ihr einmal eine Techniksequenz vormacht, dass ihr die auch 10-mal nachmachen könnt. Nicht 10-mal was Unterschiedliches. Nur am Rande.